wundervoll. Das ist unsere Jubiläumssendung. Herzlich willkommen in der wunderbaren Welt des Herrn Ebert. Ausgabe Nummer 10, aber eigentlich auch Sendung Nummer 1 nach der Wiedereinführung der Todesstrafe. Ist das nicht schön? Deswegen unser kleiner musikalischer Beitrag. Ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten. Werden wir uns heute noch kräftig mit beschäftigen. Und ich habe noch eine kleine Überraschung für Sie, nämlich diesen Herrn, wenn Sie mal schauen wollen. Diesen Herrn. Das ist ein Originalautogramm unseres Landesvorsitzenden FDP Niedersachsen, Vorsitzender FDP-Fraktion im Niedersächsischen Landtag. Jeder hat mal klein angefangen. Unseres Gesundheitsministers Philipp Rösler. Können Sie von uns kriegen dieses Originalautogramm? Ersetzt Ihnen jede Krankenkassenkarte mit Sicherheit, wie Sie das schaffen, auch noch im Laufe der Sendung. Und unser Gast heute ist der Sieger der Herzen des Eurovision Song Contest 2011, unser Star aus Düsseldorf. Später dazu mehr. Jetzt aber erstmal Konzentration auf das, was wirklich die Herzen der Deutschen bewegt. Die sind voller Freude. Ja, wir freuen uns, dass wir ihn umgebracht haben. Opa Os... Barack... Sie wissen schon, hat so einen Bart. Die ganze Welt freut sich. Osama Bin Laden wurde getötet. Selbst bei der Kanzlerin in Deutschland war die Freude sehr groß. Wie stehen Sie dazu? Osama Bin Laden... Mein kaputt, ja und nein. Nicht gut, Mann. Ich ärgere mich über die Leute, die jetzt der Merkel unterstellen, mal sagen, dass sie sich gefreut hat. Oder es ist ja keine Unterstellung, sie hat sich ja gesagt, sie hat sich gefreut. Ne? Und ich bin der Meinung, wenn man innerlich sich freuen tut, muss man das auch sagen können. Also, ich bin ein Gegner der Todesstrafe, sag ich mal. Aber wenn das so passiert ist, dann ist das meiner Meinung nach in Ordnung. Und ich freue mich mit denen, die sich darüber freuen. Naja, nicht so wirklich, weil hat keiner verdient. Auch wenn er sehr viel Leute umgebracht hat, halt, muss das trotzdem nicht sein. Es ist halt ein Menschenleben halt, auf Gewissen halt. So gesehen. Nee, ich habe mich ehrlich gesagt nicht gefreut, weil ich weiß nicht, er ist auch Mensch und man weiß ja nicht genau, ob das wirklich alles so war. Also ich finde ja immer noch, dass es eigentlich dieser ganze Krieg und sowas ja eher eine Sache um Öl und sowas ging. Und deswegen freue ich mich nicht, weil er ist nur ein Mensch und er hat das nicht so verdient. Was wäre eine gerechte Strafe gewesen? Ja, ich habe ja gehört, sie wollten ihn ja beerdigen lassen, haben die Leute hinpilgern und das durften sie nicht. Den haben sie wohl ins Meer geworfen oder so. Den haben sie ins Meer geworfen. Und ich finde, er hätte eigentlich ganz normal, also umbringen wohl nicht, sondern normal seine Strafe absitzen, weil es heißt ja so schön, kein Mensch darf bestimmen, wer stirbt oder nicht. Ich finde, sie hätten ihn gefangen nehmen können und ihn einfach langsam töten können und beweisen, wie... Langsam töten, aushungern lassen. Foltern, hätte ich gesagt. Foltern? Ja. Also sind Sie ein Stück weit für die Todesstrafe? Ja, ich bin sehr für die Todesstrafe. Normalerweise finde ich das irgendwie gut, dass die das gemacht haben. Aber wie die Kanzlerin sich geäußert hat, das war eigentlich nicht so hervorragend. Man hätte sich auch irgendwie anders äußern können dazu. Andere Sache, ja, dass er natürlich erstmal nach Amerika kommt und dann später halt, ich meine... Ja doch, dass er quasi in Amerika dann irgendwann später sowieso die Todesstrafe kriegt, weil er ist ja normalerweise, ich meine, das wird ja anwaltlich dann auch festgelegt, dass er dann so und so viele Leute meinetwegen umgebracht hat. Ich meine, vielleicht hätte er sich irgendwie ein bisschen rausboxen können, aber muss nicht unbedingt sein, weil er natürlich trotzdem mit Anstiftungsgrund dafür ist. Von 4.000 auf 3.500 noch. Genau, aber trotzdem hätte er natürlich seine Todesstrafe dann in Amerika bekommen, natürlich. Ja. Also wäre ich feste Überzeugung und ich wäre auch nicht unbedingt dann dagegen, weil das ist natürlich amerikanisch-rechtlich dann so gesehen. Ja. Ich meine, wir haben hier kein Amerika. Wir haben hier kein Amerika. Und trotzdem wäre ich für die Todesstrafe hier, wenn die gemacht werden würde, wäre ich auch nicht unbedingt dagegen. Es gibt keine Strafe, keine gerechtere Strafe, als dass er weg ist. Ja? Nur ich finde das so, ist das in Ordnung von einem Gericht. Finde ich das nicht in Ordnung. Also, dass irgendwelche Leute recht sprechen, so ist das in Ordnung. Hat man in die eigene Hand genommen und gemacht. Denn die befanden sich ja mit ihm im Kriegszustand und er sich mit denen ja auch. Ja, hat nichts anderes verdient. Ich denke jetzt nur an den 11. September damals in New York. Sie wissen ja. Was? Besser, man sagt gar nichts. Das wird noch falsch ausgelegt.
naja, Prozess gemacht halt und so halt. Halt drüber geredet halt. Man muss sollte halt drüber reden. Genau. Mit erst ihm. Erstmal. Ja, wenn er noch leben würde, ja. Oder wenn es kein Landsmann ist hier, den dahin schicken und dass er seine gerechte Strafe kriegt in dem Land, wo er geboren ist. Ja, aber ich denke mal, also hier in unserem Bereich, in unseren Breitengraden ist das nicht mehr üblich. Ist das nicht mehr üblich? Nee. Also und er ist doch im Kampf gefallen, nicht Todesstrafe. Er kommt doch jetzt auf Wolke mit 27 Jungfrauen. Das, was er immer gewollt hatte. So, ja, fertig. Wissen Sie, jeder hat eine andere Meinung. Und diese verschiedenen Meinungen zu hören und die auszuwerten, ist wunderbar. Machen Sie das so weiter. So machen wir das weiter. Ist in Ordnung. Danke. Einen haben wir nicht gefragt, nämlich den Sieger der Herzen des Eurovision Song Contest 2011. Er ist heute bei uns, Iso Herquist, mit Begleitung Dr. Georg Köhler. Schön, dass ihr hier seid. I'm very happy you are here. And, ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten. The first question is, are you very happy also that the Bakaruma has killed the biggest Taliban ever seen, Mr. Osama Bin Laden? Mein Englisch ist nicht so gut. Huh? Vielleicht kannst du nur mal vorne anfangen. Bist du auch froh, dass... Are you happy that the President of the United States has killed the... Also... So then we can go to the washhouse or drink oil, huh? Ah ja. Aber nicht nur die Politik spielt eine große Rolle in den Liedern von Iso Herquist. Not only the politic plays a big role of the songs of Iso Herquist in. No, the politics are actually not that important in our texts, lyrics, things, Kram. Worum gehen eure? Ja, jetzt Englisch oder nicht? Ja? Dänisch. Dänisch, ja. Okay. Was? Also der Text geht um ganz wichtigen Sachen. Es ist ja so zum Beispiel, wenn du jetzt italienische Musik hörst, dann reden die von Sachen, von denen die keine Ahnung haben. Wenn es ein Mann ist zum Beispiel, steht an Trinkhalle zum Beispiel, redet von Sachen, zum Beispiel Autos, Frauen, Fußball, also Sachen. Und wir machen das auch so, wir singen von Sachen, von denen wir keine Ahnung haben. Gibt es denn keine aktuell politischen Inhalte in euren Liedern? Sehr not... Oder kann, soll ich es russisch? Nee, ich bin noch ein bisschen am Überlegen, einfach aktuell politisch. Wir sind eigentlich sehr top aktuell und immer darauf bedacht, dass es auf den Zahn von Zeit trifft. Das war vermutlich auch der Grund, warum ihr in Düsseldorf nicht direkt an der Spitze gelandet seid. Wieso Düsseldorf jetzt, wenn ich mal so blöd fragen darf? Der Eurovision Song Contest war in Düsseldorf. War? In Düsseldorf. Ja, in Düsseldorf. Ach so, ja. Wann? Vor wenigen Tagen. Ah ja, okay. Das ist jetzt... Schade, wart ihr nicht dort? Ich glaube, wir hatten anderen Dingen zu tun, so wichtigen Sachen. Und das macht sie zum Sieger der Herzen des Eurovision Song Contest. Gegen Gedächtnis ist dieser Mann auch sehr zu empfehlen. Das ist unser Gesundheitsminister Philipp Rösler. Oh, ist auch ein Doktor. Ja. Ja, wollen wir Wetten abschließen, wie lange der noch Doktor ist? Genau, wenn Sie mal vergleichen wollen hier. Jünger. Älter. Jünger. Älter. Philipp Rösler, Sie können dieses Autogramm von uns bekommen, wenn Sie die Frage beantworten, die am Ende des nächsten Beitrags an Sie alle gestellt wird. Wie Sie die beantworten können, steht dann auch da. Und achten Sie jetzt also genau, legen Sie bitte Bleistift und Zettel, heißt das so in Dänemark? Ja. Auf die Terrasse und gucken Sie mal ganz genau, was jetzt passiert. Ja, und am besten die Stirn von der Tastatur hochnehmen. Nicht, dass das nur ein E gibt, dann später in dem Brief. Nee, E ist hier auch nicht drin. Philipp Rösler. Doch. Doch, siehst du? Also du hast deinen Doktor geklaut. Das ist unser Gesundheitsminister Philipp Rösler und das ist die Autogrammkarte, die wir für nicht mal 2 Euro bei eBay ersteigert haben. Beantworten Sie folgende Frage. Wie heißt unser Gesundheitsminister Philipp Rösler mit Vornamen? Schreiben Sie das Lösungswort Philipp an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse. Total spannend. Also, ich bin gespannt, wer das Original-Autogramm von... Egal. Auf der anderen Seite der Werbung kommt Iso Herquist.
Das ist wieder zu Wort und auch zu Gesang. Wir werden den Siegertitel der Herzen des Eurovision Song Contest 2011 hier bei uns hören, nach der Werbung. Unser Star für Oslo 2011 ist nicht hier, aber dafür Iso Herquist und Dr. Geo Köhler. Sie singen für uns. Ja, so ein Cowboy müsste man sein. Olli. Olli. Hast du das Steuernzahlen in Europa satt? Dann reagiert der Staat auf einmal ruckzuck. Ja. Und schickt dir einen Mann, der einen Vogel hat. Ein Vogel? Ja, ein Kuckuck. Bei uns im Westen ruft man da den Winnetou. Der lässt den Mann am Marterpfahl rösten. Ja, so ein Cowboy müsst man sein, Cowboy müsst man sein, Cowboy im Wilden Westen. Ja, so ein Cowboy müsst man sein, Cowboy müsst man sein, Cowboy im Wilden Westen. Afghanistan erobern, das ist diffizil. Man denke nur an Werther und an Tasso. Doch drüben ist das alles nur ein Kinderspiel. Da macht man das mit'm Lasso. Und wenn dir's fad ist, schwingst du dich auf deinen Gaul und singst bei dir, lass dich vom Sheriff trösten. Und alle, ja, ein Cowboy muss man sein, Cowboy muss man sein, Cowboy im Wilden Westen. Ja, so ein Cowboy muss man sein, Cowboy muss man sein, Cowboy im Wilden Westen. Autogramme von Iso Herquist und Dr. Georg Köhler gibt es auf der unten eingeblendeten Internetadresse. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, wenn wir hier in der wunderbaren wir Welt des Herrn Eberts... Wir hatten abgesprochen, dass ich das am Ende umtrete. Ja? Und jetzt kommst du... ...renoviert haben. Bis dahin, auf Wiedersehen.